Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir, wieder mal mit der Serie eigene Programmiersprache erstellen. Und nachdem wir im letzten Video ja mit dieser Object Representation Klasse angefangen haben, die halt ein Objekt repräsentieren soll, werden wir heute damit weiter arbeiten. Und zwar habe ich ja im letzten Video es so gemacht, dass dort Objekte erstmal keine Werte waren. Also das bedeutet, hier oben steht nicht extends value. Und das war ja scheinbar auch ganz okay so, allerdings gibt es damit jetzt ein Problem, was ich euch erstmal zeigen möchte. Das wollte ich im letzten Video nicht mehr machen, weil sonst wäre das zu lang geworden und ich will nicht immer so lange Videos haben. Und zwar haben wir hier unsere Object Representation und jetzt wollen wir die in eine Variable speichern. Variable v ist eine neue Variable. Hallo Eclipse. Jedes Mal, wenn ich so ein Video anfange, hängt Eclipse immer so ein bisschen. Ist gleich new Variable. So, und jetzt erwartet die einen Namen, das ist v, und einen Wert, das ist o. Und genau hier steht jetzt das Problem. O ist kein Objekt, das irgendwie als eine Value angesehen werden kann. Eben weil das hier nicht von Value erbt. Das bedeutet, wenn wir das so haben wollen, müssen wir es von Value erben lassen. Das stellt uns allerdings vor ein paar kleine Probleme, die wir aber relativ gut umgehen können, wenn wir das möchten. Erstmal hier extends value. Also wir sagen jetzt, hey, jedes Objekt ist ein Wert. Das ist einfach die Bedeutung von diesen zwei Wörtern hier für uns. So, und jetzt steht hier ein Fehler. Und zwar, woher kommt der Fehler? Naja, schauen wir mal an. Und zwar hier, wenn wir mal in die Value-Klasse gehen, dann sehen wir vier Konstruktoren. Man beachte, keiner von denen erwartet 0 Parameter, sondern alle erwarten einen. So, jetzt ist es so, dass Java allerdings automatisch für jede Klasse, die keinen Konstruktor da drin definiert hat, einen sogenannten Default-Konstruktor erstellt. Und das passiert auch hier, denn wir sehen hier keinen Konstruktor definiert, also versucht Java einen Default-Konstruktor zu erstellen. Ein Default-Konstruktor zeichnet sich dadurch aus, dass er eigentlich nichts macht und dass er kein Argument erwartet, um aufgerufen zu werden. Also das ist quasi, als würden wir hier schreiben public object representation. So. Hier kommt dann ein Fehler, und zwar must explicitly invoke another constructor. Was passiert hier jetzt? Hier wird versucht, der sogenannte Superkonstruktor aufzurufen. Das ist der Konstruktor der Klasse, von der wir hier erben. Und das wird eigentlich über ein Super, Klammer auf, Klammer zu, und dann hier halt die Parameter gemacht. Und wenn man das nicht extra hinschreibt, also so zum Beispiel, dann wird das automatisch ergänzt, und zwar in die Klammern kommen dann keine Parameter. Das heißt, hier steht das hier, und was wird hier gemacht? Hier wird versucht, von der Klasse Value einen Konstruktor ohne Parameter aufzurufen, den es nicht gibt. Deswegen hier der Fehler. Wie können wir das umgehen? Naja, wir übergeben hier irgendeinen Parameter. Allerdings haben wir hier jetzt das Problem, was soll der Wert von diesem Objekt sein? Da gibt es eigentlich nicht viele sinnvolle Möglichkeiten. Und wenn wir wirklich alles, was in diesem Objekt steckt, in das Objekt stecken wollen, dann müssen wir das Objekt an sich als Wert von sich selber definieren quasi. Das wirkt ein bisschen merkwürdig, aber das ist in so ziemlich allen Sprachen so.
Und zwar gibt es in Java zum Beispiel dieses sys, das ist quasi halt der Wert von dem eigenen Objekt. Und ja, sowas machen wir hier halt auch mit diesem extensValue und dann übergeben wir hier das eigene Objekt, also sys. So, und das ist jetzt in Java wieder mal ein Problem. Und zwar, warum geht das jetzt nicht? Naja, dieser Superkonstruktor, der erschafft sozusagen die Basis von diesem Objekt. Das heißt, normalerweise kann ich dieses sys hier im Konstruktor problemlos verwenden, außer in diesem Superkonstruktor als Parameter. Denn erst durch diesen Superkonstruktor wird das sys erzeugt. Das heißt, wir müssen hier irgendwie den Superkonstruktor anders aufrufen und dann können wir den Wert ja nachträglich noch setzen. Und genau das machen wir. Geben wir hier zum Beispiel mal 0 ein, da ist das Teil hier zufrieden und dann sagen wir set value und dann nehmen wir hier Object V und sagen sys. So, damit haben wir jetzt das, was wir eigentlich hier mit super, Klammer auf, sys, Klammer zu gemacht hätten, so gemacht, damit es auch wirklich funktioniert. Und damit haben wir jetzt in diesem Objekt das Objekt selber als Wert gespeichert. Und das bedeutet, wir können das Objekt in diese Variable stecken. Und nun können wir hier sagen v.getValue.getValue wieder. Und hier haben wir jetzt ein kleines Problem, und zwar, wenn wir hier jetzt sagen call zum Beispiel oder getFunction, wie es hier ja heißt, wenn wir das hier aufrufen wollen, dann brauchen wir dafür eine Object Representation. Wir haben hier aber nur ein allgemeines Objekt. Und wenn wir hier mal reingucken, dann sehen wir hier kein getFunction. Das heißt, um das hier als allgemeines Objekt also als Object Representation anzusehen, was es ja ist, weil wenn wir hier das mal ausgeben, system.out.println und dann den Typ von diesem Wert hier, dann sehen wir hier ganz eindeutig auf der Konsole, wenn das passiert, Object Representation. Das heißt, wir haben hier eine Object Representation, aber wir können sie nicht so benutzen, wie wir es eigentlich wollen. Damit das geht, nutzen wir Casting. Das bedeutet einfach, man wertet sozusagen den Funktionsumfang von einem Objekt auf oder ab, je nachdem. Wenn ich jetzt mir sicher bin, dass hier dieser Wert eindeutig vom Typ Object Representation ist, kann ich hier sagen, Klammer auf, Object Representation, Klammer zu, und dann hier auch wieder Klammern drum, und dann kann ich hier sagen, Punkt getFunction, also dann kann ich das wieder aufrufen. Und dann möchte ich meinetwegen nicht getFunction aufrufen, sondern setValue oder getValue. So, und jetzt kann ich hier dann sehen, wenn ich sage system.out.println, so, dass das Objekt wirklich sich selbst als Wert hat. Also das hier, da steht jetzt dieses 659E0BFD und wenn ich das hier wegnehme, dann steht dort auch 659E0BFD. Das ist also dasselbe. Das heißt, dieses Objekt hat sich selber als Value. Und genau das wollten wir ja erreichen. Das funktioniert nämlich genauso, wie wir es auch erwarten würden. Gut. Das war es dann auch schon wieder mit diesem Video. Im nächsten Video werden wir uns daran setzen, dass wir Variablen auch richtig abspeichern und darauf wieder zugreifen können, mit speziellem Blick auf so Dinge wie Blöcke. Und
Ja, das erst im nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Sonst einfach nachfragen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.